حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Hinter mir ist der Berg Safa. Der ist jetzt viel kleiner geworden, als er früher gewesen ist. Zur Zeit des Propheten a.s., weil so viele Menschen da drauf geklettert sind, über die mehr als 1000 Jahre. Ungefähr 100, 150 Meter von hier entfernt ist die Kaaba. Hier war früher Downtown Mekka, die Innenstadt von Mekka gewesen. Alle Pilger sind hier hingekommen, um Götzen zu dienen. Davor ist das Haus natürlich gebaut worden von Ibrahim a.s. mit seinem Sohn Ismail a.s., um dem einen wahren Gott Allah zu dienen. Eines Tages, als der Prophet a.s. von Allah befohlen wurde, وَعَنْذِيَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, warne deinen nächsten Verwandten, da ging er hoch auf diesen Berg. Und dieser Berg, der hatte die Aufgabe gehabt, auch bei einer Notsituation, dass man da drauf klettert und einen Hilferuf macht, der so klingt, وَاسُبَحَا وَاسُبَحَا oder يَاسُبَحَا يَاسُبَحَا. Und alle Menschen von allen Stämmen kamen her. Das heißt, der Prophet hat einen Alarm gerufen. Ist etwas Dringendes, kommt vorbei. Ja, ich will euch aufrufen. Dann sagt er zu ihnen, und er war 40 Jahre alt, was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass hinter diesem Tal ein Heer ist, die euch überfallen wollen, die euch angreifen wollen. Würdet ihr mir glauben? Sie sagten, na, ma jarabna alayka kadhiba. Ja, wir haben von dir keine Lüge jemals gehört. Da sagte der Prophet alayhi salatu salam, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي أَذَابٍ شَدِيدٍ. So bin ich euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Daraufhin stand Abu Lahab auf und hat ihn sofort sozusagen mehr oder weniger beschimpft. أَلِي هَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّنْ لَكْ سَعِرِ الْيَوْمِ. Hast du uns dafür gesagt, aufrufen? Möge deine Hände vergehen den restlichen Tag. Und darauf sandte Allah die Surah تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِي وَتَبْ. Was lernen wir an dieser Geschichte? Wir lernen an dieser Geschichte, dass der Prophet alle Menschen gleichzeitig aufrufen, also viele Menschen wirklich auf einmal erreichen wollte und ihnen die Botschaft geben wollte, dass wenn sie der wahren Botschaft nicht folgen, dass sie dann in die Hölle gehen. Dass sie dann eine Adhab und Shadid bekommen. Nicht nur ein Adhab, eine Strafe, sondern Adhab und Shadid, eine heftige Strafe. Hinter der Berg Safa war Daul Arkam. Daul Arkam war sozusagen ein Lehrinstitut. Hier hat sich der Prophet mit seinen Sahabern getroffen, um ihnen den Koran beizubringen. Und dieser Ort war geheim. Jetzt wird sich jemand fragen, warum ausgerechnet macht der Prophet einen geheimen Ort bei Safa, in der Nähe von Safa, hinter Safa. Hier ist doch die Innenstadt, das du eben sagst, hier kommen da alle Menschen vorbei. Genau deswegen hat er es gemacht. Er war so intelligent gewesen. Er wusste, wenn er irgendwo außer aber ein Haus macht und da kommen auf einmal 40 Mann reinspaziert, dass die Quraysh das wittern werden und die denken dann, hier muss irgendwas falsch laufen. Irgendein Trick muss hier sein. Aber wenn die Leute gehen sowieso immer in die Innenstadt und wenn sie dann einfach in irgendein Haus reingehen, dann fällt es nicht auf. Außerdem war das Haus von Al-Arkam, Ibn Abil Arkam, der von Benu Makhzum war, dem Konkurrenzstamm des Benu Hashim. Und die Quraysh hat nicht erwartet, dass gerade ein Mann vom Gegenstamm der Benu Hashim, nämlich von Benu Makhzum, sein Haus zur Verfügung stellt. Außerdem war Al-Arkam ein junger Mann. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir brauchen, wenn wir die vollkommene Dawa haben wollen, brauchen wir diese Art der Dawa, diese Dawa, Jahriya, diese öffentliche Dawa, dieses Aufruf, kommt her, das ist der wahre Weg. Und einmal die Dawa, beispielsweise, in Häusern, die in Wohnungen machen könnt, bei euch zu Hause, nehmt euch, wenn ihr selber keine Unterrichte machen könnt, Unterrichte anschauen zusammen. Deswegen sammelt euch zu Hause. Macht ein Da'al Arkam bei euch in der Stadt, inshallah, damit diese Dawa Ta'limiyya, diese lehrende Dawa, auch bei euch im Dorf, bei euch in der Stadt verbreitet wird. Möge Allah euch helfen, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.